idealism prevails. Make the world a better place. Yabancı bir kentteyim. Benim olmayan bir evde, yabancı bir yazıda, masada yazıyorum. Aslında bana ait bir evin ya da bir masanın dünyanın hiçbir köşesinde bulunamayacağının bilincindeyim. Bunun çoktandır bana acı vermediğinin de. Oysa hiçbir kent yeterince yabancı değil. Ağaçlar aynı ağaçlar, beton aynı beton. Belki diyorum kendime, bu kez olmak istediğin yerdesin. Artık ara istasyonları sevmeyi öğrendin. Bu kaybolmuşluk hissinin tadını çıkartmalısın. Kimliksizliğin ne ölçüde mümkünse bu, yarattığı hafifleme baş döndürücü. Hem sıradan hem olağanüstü. Belleğin tıpasını hafifçe aralayarak geçmişin usul usul dışarıya sızmasına olanak tanıyor. Böylece yeniliklere, gelecek düşüncesine yer açıyorum. Uzun, çetin bir kışa hazırlanır gibi. Geleceğe hazırlanmak. Ich bin allein in diesen halbwilden Gegenden. Bin alleine und habe dieses ganz neue Gefühl von Freiheit und Isolation. Einsam. Allein herrenlos, frei, verwaist. Im Türkischen kann ich nacheinander mehrere Adjektive dafür aufzählen, aber ich kann keine Brücke schlagen zwischen diesen Ausdrücken und der Wirklichkeit. Es ist eine absolute, eine infernalische Freiheit, niemanden zu haben, der meine Bedürfnisse erahnt. Ja, nicht einmal einen Aufpasser zu haben. Ich kann irgendwelche Lügen in die Welt setzen. Ich kann mir die Vergangenheit so zurechtbiegen, wie sie mir passt. Und ich kann den sündigsten Fantasien nachhängen. In dem Moment, in dem ich merke, dass ich mir sicher bin, dass ich durch die Hintertür entwischen kann, bin ich fähig, die entsetzlichsten Verbrechen zu begehen. In einem Buch habe ich einmal gelesen, dass ein Kanarienvogel, dem man den Käfig öffnet, sofort herausflattert und zum Fenster fliegt. Wenn man ihm aber auch noch das Fenster aufmacht, tut er das einzig Richtige und fliegt, so der Autor, in seinen Käfig zurück, was ihn vor dem Tod bewahrt. Manchmal jage ich einigen bruchstückhaften Erinnerungen bis an die andere Seite des Atlantiks hinterher. Im grellen Licht der Tropen verwischen oder besser verschwinden die Umrisse der Vergangenheit.
der Ozean. Dieser tosende, stürmische, unsterbliche Ozean begrub all meine Meere unter sich. Das schrille Krächzen von Papageien löst jetzt mehr Assoziationen in mir aus als das Schreien der Möwen. Filterkaffee zu trinken statt starken Tee. Mit den Wellen des Atlantiks zu ringen, statt im stillen, zurückhaltenden Binnenmeer so weit wie möglich hinauszuschwimmen. In einer romanischen Sprache zu träumen, das sind Veränderungen, über die ich hinwegkommen konnte. Aber es gibt auch solche, an die man sich niemals gewöhnt. Ich spreche nicht von launischen Gelüsten nach Schafskäse, Salbeitee oder dem Bosporus. Ich sehne mich nach schlichteren Dingen. Kirschen zum Beispiel. Manchmal lege ich mich aufs Bett und träume von einer Schale voll dunkelroter Kirschen mit winzigen Eisstückchen darauf. Fast ein erotischer Traum. So einfach, so unkompliziert, so schlicht. Ich sehne mich nach dem Wechsel der Jahreszeiten. Danach, wie die Blätter, die sich erst Ader für Ader mit roten Linien schmücken, in Flammen aufgehen und mit dem Verglühen des Feuers vertrocknen und vergilben. Wie sie plötzlich eines Morgens keine Kraft mehr haben und majestätisch zu Boden sinken. Ich sehne mich nach ziellosen Spaziergängen mit blau gefrorenen Lippen, wenn mir der Nordostwind ins Gesicht peitscht. Nach dem unvergleichlichen ersten Schluck eines verdammt guten und starken Tees, den man trinkt, wenn man die Kälte nicht mehr aushalten kann. Ich sehne mich sogar nach diesem schrecklichen Februarschnee, der mich früher immer angewidert hat. Nach den verschneiten Buchenwäldern, Tundren und Steppen, die ich noch nie gesehen habe. Hier ist das Thermometer ganze 6 Wochen lang nicht unter 40 Grad gefallen. Und der Geruch von Lederjacken steigt mir in die Nase. Außerdem sehne ich mich danach, spazieren zu gehen, wann immer ich Lust habe, ohne meine Uhr in der Tasche verstecken zu müssen, ohne mich ständig umsehen und die Handtasche krampfhaft festhalten zu müssen, ohne mich vor einer Pistole zu fürchten, die mir irgendwer jeden Moment an den Kopf halten könnte. Ich sehne mich nach Schlaf, der nicht von Schüssen unterbrochen wird. Ich reiße meine Augen sperrangelweit auf, bin ständig auf der Hut, zünde immer wieder eine Zigarette an der anderen an. Aber was ich auch mache, es gelingt mir nicht, das ständige Zittern meiner Lippen zu unterdrücken. Trotz allem gibt es auch etwas, was ich gewonnen habe. Zum Beispiel muss ich keinen Ausweis mit mir herumtragen. In meinen Stammkneipen, die die ganze Nacht geöffnet haben, erregt es kein Aufsehen, wenn ich keinen Büstenhalter trage. An Tagen, an denen es über 40 Grad heiß ist, trage ich sogar überhaupt keine Unterwäsche. Ich habe Faltenröcke, die knapp unterm Po enden, knallenge Shorts und Tangas. Und ich liebe es, meinen eigenen Körper zu betrachten, der erst spät seine Weiblichkeit entwickelt hat. Es gefällt mir zu spüren, wenn meine Haare, die seit einem Jahr keine Schere mehr gesehen haben, wie bei wilden Fohlen auf dem Rücken hin und her schwingen. Wenn diese Stadt nicht so windstill wäre und ich meiner Wahrheitsliebe einen Augenblick entwischen könnte, hätte ich geschrieben, sie wehten im Wind. Aber Rio ist völlig windstill. Die Stadt hat keinen Atem. Oder besser gesagt, sie hat keine Seele. Ich kann in Restaurants, Bars oder auf Gehsteigen tanzen, in Bussen rauchen oder mit jedem beliebigen Mann schlafen. Hier habe ich den Freibrief, meine niedrigsten Triebe voll und ganz auszuleben. Wenn ich $400 hätte, könnte ich einen Killer engagieren. Sehne ich mich etwa nach den Zwängen der alten Welt, die ein Teil meiner Persönlichkeit vielleicht auch ihre Stütze ist? Flieg zurück in deinen Käfig, kleiner Kanarienvogel. Flieg in deinen Käfig, solange noch Zeit ist. Dieses offene Fenster ist ein Verderben. I keep quoting from the news, witnesses' statements, family stories, official declarations, and graffiti.
A greasy reeking from the basements. Apparently, they've been burned alive. Dozens of people. It is impossible to identify most of them. They've been buried in the cemetery of the nameless. Around 300 lost lives, also children, babies, and old people. Dead bodies found in the wreckage, pieces of bodies, incomplete corpses, arms and legs missing, heads removed, bodies split in two. Where is the humanity? They gave me a sack of bones. This is your husband, they said. Dead cats and dogs hung on the trees as examples. Racist, sexist slogans written specifically on women's underclothes. Beware, the wolf's teeth touched this pussy. Girls, here we came and entered your cave. My sister was murdered, burned at the stake, her body completely reduced to ash. She and her friend Sakine clung together while being burned. Their bodies are united, impossible to separate. We've shown the state's power, now we'll show its truth. A family intending to reach their child's funeral is neither seen nor heard from again. 200 meters left to reach our child's corpse. We won't leave without taking it. My daughter was a high school senior. A barricade lies between my daughter and me. They should lift it so that I can go and take her, even if only a single bone is what's left of her. We were told that they've burned 60 people. We didn't believe them for a while. Then we went and looked. 5 kilos of bones, flesh. We couldn't sort it out. They gave it to us. This is your father, they said. Die Tage des Massakers. Brutalität, Tränen und Blut. Diese Worte bezeichnen nun nicht mehr die Motive längst überholt geglaubter Marschmusik, der großen Erzählungen und Heldenneppen, die keiner mehr freiwillig liest, oder der unzählig oft gelesenen, gehörten, immer und immer wieder gesehenen Nachrichten, sondern Licht, Schatten und Farben unseres Alltags, die den Horizont der Wahrheit verengen und verdunkeln. Als hätten wir noch viele Worte zu machen und würde uns zugleich die Stimme versagen. Wie, wenn nicht einmal mehr dieses Schweigen, das an die Stelle echter Wehklagen getreten ist, das unsere wäre, gleichsam, als gehörte uns unsere Stimme, die so hohl klingt, wenn wir etwas erzählen, erläutern, benennen wollen, gar nicht mehr. Unser Händedruck wird immer lascher. Schnell bilden wir die gewohnten Sätze und werfen sie uns immer schneller zu. Bei jeder Gelegenheit wiederholen wir aus voller Brust, in welche schlechten Zeiten wir doch leben. Wir wiederholen es und lenken uns ab. Unsere Rufe, wir leben, hier sind wir, hallen noch lange nach. Sie hallen nach, finden aber kein Gehör. Wie frisch bemalte Gliederpuppen wenden wir einander unsere starren Gesichter zu. Doch es ist, als könne uns niemand in die Augen sehen. Mit der Lethargie derer, die etwas schon tausendmal gesehen haben, gleiten die gleichgültigen Blicke immer zu irgendwo anders hin, ins Leere. Die Spiegel sind unbelebt, einsamer denn je. Hohle und tote Augen, hohle und kalte Worte, erkaltete und tote Herzen. Es ist, als hätten wir eine stümperhafte Kopie von uns in die Vergangenheit, in unsere eigene Vergangenheit geschickt, aber als hätten sich die Gesichtszüge für die Zukunft einfach nicht formen lassen. Es scheint, als wäre das Fehlen der einen Erscheinungsform mit dem Fehlen der anderen Erscheinungsform vertauscht worden.
Wir gehen ebenso bedächtig durch diese Tage, als schlichen wir auf Zehenspitzen durch einen Krankenhausflur. In der grauen Morgendämmerung des Fegefeuers und der Nebelschleier gehen und gehen wir unbeirrbar auf einem schmalen Pfad, der sich dahinter streckt wie eine Zunge. Gehen auf einem Pfad, an den kein Wehklagen und kein Mahnen mehr dringt. Die unerträgliche Last, in Zeiten zu leben und zu schreiben, in denen in Kellern eingeschlossene Menschen, darunter Verletzte und Kinder, bei lebendigem Leib verbrannt werden. Die entsetzliche Last der Sprachlosigkeit der Worte, Worte, die an die Stelle des Lebens treten. Dieser Abgrund ist hier wie dort, in der Vergangenheit, der Zukunft, im Heute. Wie sehr wir auch die Augen davor verschließen, wir werden den Anblick dessen, was sich in diesem beispiellosen Abgrund abspielt, nicht mehr los. Es sieht uns an mit der Stille von Erzählungen, von Sätzen, die ihr Subjekt verloren haben, mit der ewigen Stille aller Geschichten, aller Leben, die plötzlich abreißen. Es lauert und dringt in der nebelhaften Unendlichkeit ganz in uns ein. Vielleicht werden wir irgendwann einmal, wenn wir uns an diese Tage erinnern, sagen, im Grunde war nicht alles an diesem Faschismus schlecht. Während wir die tiefen Wunden einer Gliederpuppe mit neuer Farbe übertünchen. Bu gece kentin bütün kadınları ağlamış. Kara gözlükler, çınlayan kahkahalar, rujlu gülümsemeler. Hiçbiri gizlemiyor gözyaşı izlerini. İster birkaç saniye, ister yıllar önce akmış, hangi yeraltı ırmağına karışmış olursa olsun. Çoğu kez camların ardından izlerdim kadınları. Karanlık bastıktan sonra yapay, gür ışıkta damarları şeffaflaşırdı sanki. Yan yana ya da karşı karşıya otururlardı. İkisi kafa kafaya verip iyice yakınlaşırlardı bazen. Bir üçüncüsü de katılabilirdi aralarına. Kuşlar gibi toplaşırlardı masanın çevresinde. Değişik markalarda sigaralar dizilirdi. Ağızları sımsıkı kapalı. Bireyselliğin hazinelerini gizleyen çantalar, telefonlar. Tek başına oturanlar ellerinden bırakmazlardı telefonlarını. Bu tek başınalığın sonsuza dek süremeyeceğini hatırlatmak istercesine. Yalnızlığın kıyılarından bakarlardı birbirlerine. Saçlarını geriye doğru atar, yüzlerini açar ve yaralarına kadar nasıl yenilmediklerini gösterirlerdi. Kan rengi şarap koyulaşırdı kadehlere yakalanan bakışlarla. Bazen biri hafifçe içini çekerdi. İki kadın aynı anda susuverirdi bazen. Üçüncüsü gözlerini dışarıya, karanlığa çevirip uzun uzun bakardı. Bazen hep birlikte kahkahalarla gülerlerdi. Ama kansız sözcüklerle pek çabuk
anlatırlardı hayat hikayelerini. Bir kanat çırpışı gibi yüreğe değen, defalarca çiğnenmiş sözcüklerle. Belki yeni bir dünyanın ancak tükürükle mayalanarak doğrulabileceğini sezdiklerinden. Sonra sessizliği ikram ederlerdi birbirlerine. Kat kat kumaşlarla gizlenmiş göğüsleri kadar beslerdi gözyaşları hayatın köklerini. Bu akşam ben de bu boş, mavi saatte camın berisine geçiyor, kentin kadınları arasında yerimi alıyorum. Tütün sararcasına sarıyorum benliğimi bir hikayeye. Kendi hayatımı çiğnemiş tütünle, şarapla, mavisi ve siyahla karıştırıyorum gecenin. Duman duman savuruyorum boşluğa. Camların ardından dinliyorum sesimi. Ve bir gün gelir de buraya, bu ana bıraktığım kendimi yeniden bulabilir miyim? Geri ister miyim? Bilmiyorum. Gefangen in einem brennenden Gebäude. Gebäude werden nicht wie angenommen, beziehungsweise wie ich annahm, von einem Moment auf den anderen von riesigen Flammen verschlungen, sondern sie brennen meist nur stellenweise, ganz langsam, stockend, als würden sie mit dem Tod abrechnen oder mit dem Leben, ausgiebig, erbittert, Zweifel. Gewissensbisse, Fragen. Der Wunsch, um jeden Preis weiter zu existieren, ist untrennbar mit der Sehnsucht verbunden, nicht mehr zu existieren. Auflehnung mit Gottvertrauen, Schuldzuweisung mit der Bitte um Vergebung. Die Abrechnung zwischen Stein und Stein ist älter als die zwischen Mensch und Mensch. Sie ist hart und wahrhaftig kompromisslos. Die Rechnung zwischen Stein und Stein, sowie Wasser, Feuer, Wind und natürlich den Menschen, ist ewig, niemals beglichen. Gefangen in einem brennenden Gebäude, Mann, statt ich oder du zu sagen, kann ich mich auf ein unbestimmtes Pronomen zurückziehen. Man merkt möglicherweise eine ziemlich lange Zeit überhaupt nicht, dass das Gebäude, in dem man sich befindet, brennt. Stimmenschreie, Sirenen beispielsweise überhört man. Und weil man noch kein Stück Metall, noch kein rotglühendes Treppengeländer angefasst hat, fühlt man nicht, dass es immer heißer wird. Denkt nicht im Traum daran, dass fast unmerklich, überraschend durch fest verschlossene Türen schwelender Rauch das gesamte Gebäude durchdringt. Vielleicht war schon alles geflüchtet. Ist man allein? Ist hier vergessen worden? Aber viel wahrscheinlicher ist es doch, dass schon längst die Feuerwehr verständigt ist und alles in Ordnung kommt und dass das kleine Abenteuer gleich wieder beendet ist, noch bevor es richtig begann. Soll man seine Sachen in die Tasche packen, retten, was am wichtigsten ist? Gibt es überhaupt eine Bedrohung, eine existenzielle Bedrohung? Wo brennt es eigentlich? In den oberen Stockwerken oder unten, im Erdgeschoss vielleicht oder im eigenen Stockwerk? Das weiß man natürlich nicht,
kann es nicht herausfinden. Und natürlich kann man es nicht glauben. Wer würde schon glauben, dass eine Katastrophe, eine unbedeutende Katastrophe, die es nur unter Vermischtes schaffen würde, daherkommt und sich gegen die eigene Tür stemmt? Dass ein dummer Fehler, eine auf dem Herd vergessene Bratpfanne oder eine defekte Sicherung zum Todesurteil wird, dass dies das Ende seines kleinen bisschen Lebens ist? Wer würde schon ernsthaft glauben, dass das Flugzeug, das man besteigt, abstürzt, dass sein Land durch einen Krieg in Schutt und Asche gelegt wird? Und du machst die Tür auf, gehst hinaus. Rauch. Im oberen Stockwerk, im unteren Stockwerk, im eigenen Stockwerk, auf den Fluren, auf den Treppen. Hinter jeder geschlossenen Tür, hinter jedem geöffneten Fenster, Rauch. In deinen Augen, deiner Lunge. Ganz allein gehst du durch halbdunkle, gähnend leere Flure. Flure, die länger sind als ein Menschenleben. Erst im Laufschritt, dann immer langsamer, dabei hältst du dich fest, bleibst zwischendurch immer wieder stehen. Es ist, als hättest du eine sehr bittere, schmerzhafte Rechnung zu begleichen. Rauch. Überall, in allem, alles durchdringend, als wäre die Welt schwarz-weiß. Und Entfernungen und Minuten lösen sich auf, dehnen sich aus. Verschwimmen miteinander. Raum und Zeit gehen ineinander über. Du sagst dir, das kann doch alles nicht wahr sein. Und die Treppe, die muss doch gleich da vorne sein. Ich habe doch noch keine einzige Flamme gesehen. Ich sehe kein Feuer. Ich höre es nicht. Ich spüre es nicht. Es ist oben, unten, um mich herum. Ich habe keine Ahnung, ob es hinter einer der nächsten Türen ist, die ich öffne. Oder über der Zimmerdecke, die gleich einstürzen wird. Du wirst dich am rotglühenden Geländer festhalten und versuchen, dich aufzurichten. Und noch bevor dir etwas wehtut, sagst du zu dir, dass du jetzt aufstehen musst. Der Rauch zieht dir langsam den Rücken hoch. Die Beine sind nun so kraftlos wie die eines Kriechtiers, das sich aufrichten will. Du befiehlst dir, steh auf! Denk doch noch mal schwarz-weiß. Und wenn dich der Schlaf überfällt, befiehlst du dir, mach die Augen auf. Dieser warme, zärtliche, tückische Rauch, der dich fest umschlingt, ist von nun an deine einzige Wahrheit. Gefangen in einem brennenden Gebäude. Und selbstverständlich ist das auch nur eine Metapher für die Türkei? Sind diese Flammen Wirklichkeit, diese Toten, dieses Blut? Rauch, nur Rauch, draußen, drinnen, alles durchdringend. Ich bin in einer fremden Stadt, schreibe an einem fremden Tisch, in einem Haus, das nicht das meine ist. Mir ist bewusst, dass es ohnehin nirgendwo auf der Welt ein Haus oder einen Tisch geben kann, die mir gehören. Und dass mich das längst nicht mehr schmerzt. Dabei ist keine Stadt fremd genug. Die Bäume sind dieselben Bäume, der Beton, dasselbe Beton. Vielleicht, sage ich mir, bist du dieses Mal da, wo du sein willst. Du hast mittlerweile gelernt, die Zwischenstationen zu lieben. Du musst dieses Verlorenheitsgefühl auskosten, die Gelöstheit, welche die Identitätlosigkeit, soweit das möglich ist, erzeugt, ist schwindelerregend, so banal wie außergewöhnlich.
Indem ich den Pfropfen im Gedächtnis lockere, ermögliche ich der Vergangenheit, still und leise zu entweichen. Und so schaffe ich Platz für Neues, für den Zukunftsgedanken. Sich auf die Zukunft vorbereiten, wie auf einen strengen Winter. We are like angels fluttering on the very spot with our wings that can never open. We are standing so close to each other, each one of our tears is running down the other's face. What are we waiting for in this pressing crowd? We are murdered city women. Bizler kentin öldürülmüş kadınları. Riddled by thin and transparent murders. İncecik, şeffaf cinayetlerde delik deşik edilmiş. We are crying for the blood running from our tongues. Bizim için kurulmuş görkemli sarayın bodrumunda toplanmışız. Clenched side by side. Sıkış sıkış, yan yana. Shoulder to shoulder. Omuz omuza. Face to face. Karşı karşıya. In the cellars of the languages built with the words generated for us for centuries. Bir türlü açılamayan kanatlarıyla olduğu yerde çırpınan melekler gibiyiz. Dans eden, sarhoş melekler. I'm not praying for it to stop anymore in my own language. Öylesine yakın duruyoruz ki birbirimize, birimizin gözyaşı diğerinin yüzünden akıyor, yaşam rengi izler bırakarak. There is no need for it. Rimelle, pudrayla. Çamurla karışık. As I ran from the toilet holes to drains, from drains to bushes, from bushes to stones. Sonunda biz uçabiliyoruz diyoruz hep birlikte. Yola koyulduk artık. Ufkun kızıl çağrısına doğru çoktandır görmediğimiz gökyüzündeyiz işte. I realized that our mother tongues are just sound systems. Gün gelip de dönmeye karar verdiğimizde bütünüyle silinmiş olacak yüzlerimiz. Which are not divine or different from or superior to any other language. Çizgi çizgi, harf harf dağılacağız. When the male myth of the language recedes. Sözcükleri, kadehleri doldurup koyulaştıracağız. I am a woman whose tongue was cut out. Tohumlar gibi çöle savrulacak. Yağmura dönüştüğümüzde sonsuzluğa dair bir mitosu oynayacağız. Yüreğim. Bana annemden kalan yüreğim. Bütün çağların mirası yüreğim. Aleyhime tanıklık etme. Beni yatsıma, düşmanım olma. Karşı karşıya kalmayalım.
Çünkü sensin ruhumun tek kurtarıcısı, parçalarımı bir arada tutan. Kılavuzum ol, önüme düş, hepimizin yola koyulduğu o yere doğru. Mutluluğun peşinden yola koyulduğumuz o yeder olur. Sil adımı insanlık denen o korkunç alaşımdan. Benimle ilgili yalan söyleme. Aslında beni duymam bile yeterli. Bu kadarı bile yeterli aslında. Dankeschön, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Aslı Erdoğan, wir freuen uns außerordentlich, dass wir Sie heute in Wien erstmals begrüßen dürfen. Frau Erdoğan wollte ja eigentlich vor Jahreswechsel bereits ins Werk X kommen. Wir hatten schon alles vorbereitet, allerdings kam unglücklicherweise ein Unfall dazwischen. Und meine erste Frage an Sie, Aslı Erdoğan, wie geht es Ihnen eigentlich nach diesem Unfall? Çok teşekkürler. Çok az kişi nasıl olduğumu soruyor bana. Nur wenige Personen fragen mich, wie es mir geht. Danke dafür. Şanssız bir kazaydı. Yani çok 5 yılda bir belki bir şeyler arası yolculuğa çıktım ve karda kaydık. Ama çok tehlikeli bir kazadan nispeten az hasarla çıktık. Benim boyumda protez olduğu için 7 yıldırdan beri hani bir tekrardan hasar gördü boynum. Es war wirklich ein sehr unglücklicher Unfall. Die Straßen waren vereist und verschneit. Und bei der Taxifahrt ist es dann passiert. Und nachdem ich seit 7 Jahren eine Prothese im Hals habe, ist das nochmal aufgebrochen, ist es nochmal schlimmer geworden. Aber im Augenblick geht es mir wieder gut. Geçmiş olsun bu arada. Yani şu an tedavi görüyorum hala. Boyunluğum var ama seyirci karşısında takmıyorum. Ich bin immer noch in Behandlung, aber jetzt, wenn ich auf der Bühne bin, trage ich natürlich die Prothese nicht. Sie sind seit einigen Monaten in Europa nach einer äußerst schwierigen Zeit. Wir haben es von Harald Posch vorhin gehört und auch aus den Medien natürlich gewusst. Sie nehmen immer wieder an Einladungen teil, nehmen an Veranstaltungen teil, haben 2017 sehr, sehr viele Preise bekommen. Einen davon haben wir eben erfahren, das war der Bruno Kreisky. Preis, Princess Margaret Award, Theodor Heuss Medaille, Erich Maria Remarque Friedenspreis und zuletzt den Grazer Menschenrechtspreis. Ist diese große Aufmerksamkeit für Sie, diese Öffentlichkeit, die Sie derzeit genießen, ist das sehr kraftaufwendig? Erfordert es sehr viel Kraft für Sie, in der Öffentlichkeit zu stehen, noch mehr als sonst? Yani taşıması kolay büyük değil, özellikle benim gibi hani karanlığa alışkın bir yazar için çok sahne ışıklarında olmayı hiç istemedim, tercih de etmedim. Es ist ein sehr hartes Gewicht, das zu tragen, besonders für jemanden wie mich, der eigentlich in dunklen Räumen schreibt und lebt und arbeitet, vor der Bühne, auf der Bühne zu stehen, vor hellem Licht, ist nicht einfach, diese Bürde zu tragen. Bir ölçüde de tabii biraz da ironik yani edebiyatımdan çok köşe yazılarımın öne çıkması sadece yani bunlar ne de olsa profesyonel bir gazete için yazılmış hani aceleyle yazılan yazılardı. Birdenbire çok tanındılar. Halbuki 7 yılda yayınladığım işte Hayatın Sessizliğinde tek bir dile çevrilmedi. Hani o da biraz can yakıcı.
Es ist, hat aber auch ein bisschen was Ironisches, weil die Aufmerksamkeit ist primär jetzt eigentlich am Anfang nicht über meine Bücher gewesen, sondern über die Zeitungsartikel, über meine Zeitungskommentare, die jetzt plötzlich aus politischen Gründen in den Vordergrund gerückt sind. Und das hat auch schon was Ironisches an sich. Ja, ne, hani bir tür kahramanlık gibi bir misyon yüklendi bana ki bu hiç hak ettiğim bir rol değil, başarabildiğim de bir rol değil. Cezaevinde ya da dışarıda hakikaten son derece cesur, özellikle kadınlardan arasında çok cesur. Bütün hayatını politik mücadeleye adamış kadınlar tanıdım. Yani ben o kumaştan dokunmuş değilim açıkçası. Fakat es ist eine Art Heldenmission, die mir jetzt umgehängt ist, und es ist eigentlich eine Bürde für mich, die zu tragen sehr schwer ist. In meiner Haftzeit habe ich Frauen kennengelernt, die viel mehr zu tragen hatten und viel mehr in diese Heldenmission hineinpassen. Aber bir yandan da hani konuşmaya devam etmek zorundayım sadece kendim için değil şu an cezaevindeki on binlerce insan için yani benim her platformda konuşmam gerekiyor ve hiç şikayet etmeden tabii arada mızıkçılık yapıyorum bazen ama genelde her platformda Türkiye'de olup bitenleri anlatmaya çalışıyorum. Gleichzeitig kann ich aber nicht aufhören zu muss ich aber weiter reden, kann ich nicht schweigen, nicht für mich selber, sondern für die zehntausenden Menschen, die noch immer in den Gefängnissen in Haft sind. Und hier sehe ich auch meine Aufgabe, mal nicht zu schweigen. Über 100.000 Menschen sitzen noch in den Gefängnissen. Der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk hat einmal über Sie gesagt, Aslı Erdoğan ist eine außergewöhnlich feinfühlige und scharfsichtige Autorin. Ihre Romane sind vollendete Werke. Er hat hier ihr literarisches Schaffen in den Vordergrund gestellt. Stellen die politischen Ereignisse, ihre, besonders ihre oppositionelle Haltung, stellen die manchmal ihr literarisches Schaffen in den Schatten? Bu çok can yakıcı bir soru. Hatta pek çok kişi beni de eleştirdi. Hani yeteneğini köşe yazarlığına harcadın diye. Das ist eine sehr schmerzhafte Frage, weil ich auch immer wieder darauf angesprochen werde und auch kritisiert werde, dass ich mein Talent für irgendwelche Zeitungsartikel und Zeitungsglossare vergeude. Ama şu da var ki köşe yazarlığımla bazen insanların hayatlarını değiştirebildim. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mit meinen Zeitungsartikeln auch das Leben anderer Menschen verändern können. Bir keresinde birinin cezaevinden çıkmasını sağladım. Und einmal hat es sogar dazu geführt, dass ein Mensch aus dem Gefängnis gekommen ist. Ve yani bunun ne kadar kutsal bir şey olduğunu anlayamıyorlarsa bence edebiyatın anlamında pek anlamamışlar. Und die, die nicht verstehen, was für eine heilige Aufgabe, wichtige Aufgabe das ist, die haben dann eigentlich auch nicht verstanden, welche Aufgabe die Literatur hat. Yani edebiyat sadece ödüller ya da alkış için yapılan bir şey olmamalı bence. Literatur darf nie etwas sein, das nur für Applaus und für irgendwelche Preise produziert wird. Ve bir metafor ya da imge şovu da değil. Und ist auch keine kein metaphorisches Spiel oder ein Spiel von Symbolen. Gerçek hayata dokunabilmeli. Literatur muss das reale Leben einfangen können. Bunu bir gazete köşesinde yaptıysam, edebiyat yapmışımdır. Hiçbir zararı yok benim için. Und wenn mir das gelungen ist, im Rahmen eines Zeitungsartikels, einer Glosse, dann ist es okay. Kann es sein, dass Frau Erdoğan die Frage missverstanden hat?
Es kann sein, dass ich sie falsch übersetzt habe. Was war deine Frage? Weil die Frage an sich war ja die, dass diese oppositionelle Haltung, diese ist immer wieder die Wahrheit zu sagen, für Meinungsfreiheit, für Demokratie zu plädieren, ob diese Dinge medial mehr im Vordergrund stehen als ihr literarisches Schaffen, ob das sie stört. Ya aslında bu her zaman böyle olmadı. Fakat Radikal'de yazmaya başladığımda bir anda 50 bin okura ulaştım. Elbette ki kitaplarım birkaç bin satıyordu. Yani politika daha çok ilgi çekiyor. Bunu kabul edelim. Hani şiirsel düz yazıdansa. Das war nicht immer so. Ja? Meine Bücher haben einige tausend verkauft, aber als ich dann angefangen habe, für Radikal zu schreiben, hatte ich plötzlich 50.000 Leser und Leserinnen. Und natürlich hat es auch Auswirkungen gehabt auf meine literarische Arbeit. Bir de ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin İsveç ya da Fransa'da edebiyatım daha ön planda. Belki daha çok kitap çevrildiği için, yani Fransızca'ya bütün kitaplarım çevrildi. Yani daha komple bir bakışa sahipler. O makalelerin de o edebiyatın içindeki yerini daha net görebiliyorlar. Ama bir ya da iki kitabımın çevrildiği dillerdeki okur elbette ikisini apayrı köşelere koyuyor ve daha aktüel olana yoğunlaşıyor. Das ist aber auch von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel in Frankreich oder in Schweden steht mein literarisches Werk mehr im Vordergrund. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass mehr Bücher übersetzt wurden. Ins Französische zum Beispiel sind alle meine Bücher bereits übersetzt worden. In anderen Sprachen, in anderen Ländern steht dann das Politische, die journalistische Arbeit mehr im Vordergrund. Die Gedankenfreiheit, die Meinungsfreiheit, die ich vorher angesprochen habe, diese grundlegenden Rechte kommen ja oder sind in der Heimat, in ihrer Heimat abhanden gekommen. Die gibt es quasi nicht mehr oder stehen unter Strafe. Wie ist es für Sie, in diesen schwierigen Zeiten zu schreiben? İşte sonucu gördük. Wir sehen das Resultat. Bu Senin Baban adlı yazından bir bölüm okumuştu az önce. Onu annem gece 1'de okumuş. Beni aradığında ağlıyordu. Yazıdan çok etkilenmiş ve şey dedi. Ya asla artık Türkiye böyle bir ülke değil. Böyle yazılar yazamazsın. Ben de dedim ya onların hepsi kotasyon. Bana ait hiçbir şey yok. Buradan bir şey çıkmaz. 6 ay sonra cezaevindeydim. Vorhin wurde ja auch ein Text gelesen, das ist dein Vater, und meine Mutter hat diesen Text gelesen und hat mich nachts um 1 angerufen, weinend, und hat gesagt, Asle, du kannst solche Sachen in diesem Land nicht mehr schreiben, das ist nicht mehr das Land, wo das möglich ist. Ja, 6 Monate später war ich im Gefängnis. Ah, und 6 Monate später war ich im Gefängnis. Danke. In Europa, vielleicht die vorhergehende Antwort ist ein bisschen in diese Richtung. In Europa wird man ja erst aufmerksam auf Literaten aus der Türkei, entweder wenn sie einen Literaturnobelpreis bekommen oder aufgrund ihrer oppositionellen Haltung im Gefängnis landen oder ins Exil gehen. Kann man von einer europäischen Arroganz gegenüber Literaten aus der Türkei sprechen? Der letzte Teil der Frage war? Was ist eine typische Arroganz? Entschuldigen Sie kurz, wir werden im Anschluss auch Fragen aus dem Publikum um Fragen aus dem Publikum bitten, nur weil ich gerade eine gewisse Unruhe verspürt habe. Bitte.
Aslında benim romanlarımın çevrilmesi epeyce vakit aldı. Özellikle de Almanca'da çok zorlandım. Çünkü die Übersetzung meiner Bücher hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, besonders ins Deutsche war es sehr mühsam. İlk yayıncım şey demişti. Alman okurları bir Türk yazarın Rio de Janeiro hakkındaki kitabını almaya nasıl ikna edeceğiz? Mein erster Verleger hat mich gefragt, wie sollen wir die deutschsprachigen Leser davon überzeugen, ein Buch über Rio von einer türkischen Schriftstellerin zu kaufen und zu lesen. Evet, ben de Thomas Mann'ın kitabı ne kadar Venedik'le ilgiliyse benimki de o kadar demişti, Rio'yla ilgili demişti. Woraufhin ich dann geantwortet habe, so viel wie Venedig, was mit Thomas Mann zu tun hat, hat mein Buch über Rio was mit mir zu tun. Yani bu roman ölüm, aslında ölümlülük teması ve Orpheus üzerine bir roman. Rio üzerine bir Türk'ün anıları değil. Das Buch ist nicht die Erinnerungen einer Türkin an Rio, sondern da geht es um Tod, da geht es um Orpheus, ja, und hat eigentlich nichts damit mit irgendwelchen Erinnerungen zu tun. Ve benden özellikle Alman yayıncıların, Avrupalı demeyeyim, beklentisi ne çok net gördüm. Sen bize kendi küçük köyünü anlat. Und da habe ich sehr klar erkannt, ich will jetzt nicht sagen die europäische Haltung, aber besonders die deutschsprachige Haltung, erzähl uns was über dein kleines Dorf-Mentalität, diese Erwartungshaltung. Ama öyle küçük bir köy kalmadı artık. Aber es gibt diese kleinen Dörfer nicht mehr. Ve yani çok arkadan arkaya bu tavır vardı. Hani beni existentialist yazar, varoluş yazar olarak tanımlıyor. Hani biz bunun daha iyisini yaptık. Sen bize niye Rilke'den, Celan'tan alıntılarla geliyorsun? Hani bırak, kendi hikayeni anlat gibi bir tavır. Ja. Çok inciticiydi. Ja. Also diese Haltung ist schon da. Ja, so, warum beschäftigst du dich mit Existentialismus und Rilke und so weiter? Das haben wir schon alles wunderbar abgehandelt. Ja. Erzähl uns was von deinem eigenen Leben und von deiner Geschichte. Das interessiert uns mehr. Diese Erkenntnis war sehr wohl sehr kränkend. Ne yazık ki politik yazılarımla bu görünmez ya da yarı görünür duvarı birdenbire kırdığımı fark ettim ama benim istediğim bu değildi elbette ben yani hala Rilke'den alıntılarla bir politik yazılar yazıyorum. Bilmiyorum hani belki kadın olduğum için de yani kadın yazarları da belli bir yere tanımlamak daha büyük bir talep. Hani bir erkek yazar da tanımlandığı yerde kalmayınca bir bedel ödüyor. Ama bir kadının ödediği bedel her zaman daha ağır. Tanımlara uymadığınız zaman. Ui, das wird jetzt. Die Erkenntnis, dass meine politischen Texte ein bisschen diese unsichtbare Mauer zerbrochen haben, hat natürlich gut getan, aber der Preis, den wir dafür zahlen müssen, auch wenn wir dann in den politischen Texten, in den Zeitungen natürlich immer noch Rilke und so weiter zitieren, der Preis, den man dafür bezahlen muss, das literarische Werk in den Hintergrund gerückt wird, ist ein sehr hoher. Und ich glaube, als Frau, ist es sogar noch ein höherer Preis, der hier gezahlt wird. Demek istediğim şuydu. Sizi tanımlamak isterler ve tanımlayamayınca bedelini ödetirler. Bu bedel bir kadın için daha ağırdır. Sie wollen einen definieren und wenn sie das nicht können, wenn man das nicht zulässt, ist der Preis, den man dafür zahlen muss, ein sehr hoher. Ja? Und für Frauen ist er noch höher. Da muss ich nur einwenden, diese Schubladisierung, die ist in Europa im deutschsprachigen Raum für Literaten auch sehr stark gegeben, was wir Migranten der zweiten, dritten Generation oder ersten Generation auch, glaube ich, bestätigen können. Ja.
Deine Wortmeldung nehmen wir dann später, Grace. Danke. Elbette de yani merkezde biz olalım, siz şurada, sen şurada, sen şunu anlat. Ama existentialist şey benim. Ja, ja. Es stimmt natürlich, du hast recht, ja. Jeder bekommt seine Ecke, jeder bekommt sozusagen seine Plattform und jedem wird gesagt, was er oder sie zu sagen hat. Aber wenn es um Existentialismus, um das Leben, um den Tod geht, da kümmern wir uns selber drum. Letzte Frage. Sie haben derzeit ein zweijähriges Stipendium bekommen für Frankfurt, wo Sie derzeit auch leben. Der Grazer Bürgermeister allerdings hat Ihnen einen dauerhaften Aufenthalt Asyl gewährt, angeboten in Österreich. Interessant daran fand ich, dass er das dem türkischen Botschafter angefragt hat. Ich persönlich finde ja, dass Graz viel schöner ist als Frankfurt. Vielleicht überlegen Sie sich das. Grace, du kommst dran, versprochen. Ja, benim tabii şu an hayatımda büyük bir belirsizlik var. Davam hala sürüyor. Im Augenblick gibt es halt noch eine sehr große Unsicherheit in meinem Leben. Die Verhandlung in der Türkei läuft noch immer weiter. Savcı mütalayı Mart'ta verecek. Der Staatsanwalt wird... Was ist mütala? Das Verdikt, also die Anklageschrift, ja, im März erst verlesen. Ve ondan sonra bu sürgünün ne kadar süreceğine dair bir fikrim olacak ama şu an yani ilk hamleyi Türkiye'den bekliyorum. Ben de ona göre ne yapacağımı düşüneyim. Und erst danach werde ich einschätzen können, wie lange mein Exil dauern kann. Jetzt ist einmal die Türkei an der Reihe und danach werde ich dann mein Leben entsprechend neu ausrichten. Aslı Erdoğan hat uns jetzt kurz eine Lesung auch vorbereitet, bevor wir ins Publikum gehen, wenn ich Sie bitten dürfte. Yok, aslında sizin evet sesinizi duymaktan çok Türkçe bilenler daha az. Hikmet, du kannst du übersetzen. Diksiyonum pek iyi değil. Özür dileyim. Sie entschuldigt sich schon mal im Vorfeld, weil ihre Diktion nicht so gut ist. İnanmıyoruz. Madem zamanın uç verdiği bedendim, gizlerle dolu belleğdim suların ve karanlıkla birleşen ilk ışığın. Her şeyi başlatan ezgiydim, rahimdim, sütle dolu göğüslerdim. En derin uykulardan uyanan topraktım. Öyleyse neden bir türlü doğamıyorum? Madem ben hem bütün bunlardım, hem de kendimdim. Neden içimdeki hiçbir şey acı bile bana ait değil? Bin yıllar sürmüşse oluşturulmam, efsanelerden, imgelerden, kavramlardan, dillerden, neden içinde var olabileceğim bir yer, bir sözcük bile bulamadım? Gökyüzünün altında söylenecek yeni bir şey yoksa eğer, her cümle, her dize, her öykü defalarca seslendirilmişse, ben hangi çığlığın yankısıyım? Hangi suskunluğun? Sonsuz kez ölüp dürülen, hiçlikten doğan ve büyüyen, okyanusun sularını peşi sıra sürükleyen ay olsaydım ben, nasıl böylesine iyi tanırdım uzaklarla sonları? Madem gücüm cehenneme yetiyordu, neydi peki beni yenen? Ich werde jetzt nicht das alles ins Deutsche übersetzen, aber den einen Satz würde ich gerne. Madem gücüm cehenneme yetiyordu. Wenn meine Kraft ausreichend war für die Hölle,
Nede Pekibinienan. Was war es dann, was mich besiegte? Dankeschön. Ich möchte doch noch eine letzte Frage noch stellen. Es herrscht derzeit Krieg in der Türkei und das im Moment für uns alle Erbärmlichste daran ist, dass sogar der Ruf nach Friede als Terror definiert wird, beziehungsweise abgesehen von den völkerrechtswidrigen Umständen. Oft hat man das Gefühl einer kollektiven Sprachlosigkeit. Wie geht jemand wie Sie, eine Literatin, damit um? İşte zaten nasıl diyeyim, ben de 20 yıl boyunca sadece barış istedim. Was soll ich sagen, seit 20 Jahren will ich nichts anderes als Frieden. Ve bir terör örgütüne üye olmakla değil, o terör örgütünün kurucu üyesi olarak yargılanıyorum. Und jetzt werde ich angeklagt, nicht als Mitglied einer Terrororganisation, sondern als ein Gründungsmitglied einer Terrororganisation. Ve 10 yaşındaydım PKK kurulduğunda. Und ich war 10 Jahre alt, als die PKK gegründet wurde. Ya onların terminolojisiyle konuşuyorum elbette. Also, das ist jetzt ihre Terminologie, die in der Türkei, nicht meine. Ve son olarak bildiğiniz gibi savaşa hayır dedikleri için Türk Tabipler Birliği bile basıldı artık. Sie haben sicher mitbekommen, ja, weil Sie gesagt haben, kein Krieg mehr, Schluss mit dem Krieg, sind jetzt sogar die Ärztekammer in der Türkei hat die Polizei Hausdurchsuchungen bei der Ärztekammer gemacht. Sind Sie verhaftet? Ja, sind verhaftet. Danke. Yani durum bu kadar ciddi artık. Çok basit, çok yalın bir meslek örgütünün yazdığı birkaç cümle. Savaşa hayır. Biz doktorlar olarak savaşa hayır. Bu bile bir polis baskınıyla, terör timlerinin baskınıyla sonuçlandı. Die Situation ist sehr ernst, also auch sehr harmlose Institutionen wie eine Ärztekammer, die nichts anderes sagen, als dass sie Frieden wollen, werden diesen polizeilichen Repressalien ausgesetzt. Ve benim makalelerim Almanca'ya çevrildi yani. Pek çok okur şaşırıyor kalıyor. Yani ne olabilir bu makalelerde? Hani nerede terör propagandası? Son derece humanist yazılar. Ve bunu bile artık idam cezasıyla, yani bana aslında istenen idam olmadığı için ağırlaştırmış. Bu yazılara müebbet isteyen bir ülkeden söz ediyoruz. Yani edebiyatın bile tahammülleri kalmadı. Öyle diyeyim. Viele meiner journalistischen Artikel sind ins Deutsche übersetzt. Da sieht man einfach, dass das mit Terror und mit Gewalt und sonst nichts zu tun hat. Aber die Situation ist einfach so ernst. Vergessen wir die Literatur, also wo nicht einmal so einfache Selbstverständlichkeiten gesagt werden können. Ich möchte abschließen mit Worten, die Sie öfter schon in Interviews gesagt haben. Der Preis des erhobenen Wortes ist hoch, aber der Preis des Schweigens ist noch höher. Dankeschön, Aslı Erdoğan. Wir würden jetzt gerne Fragen aus dem Publikum, jetzt sehe ich sie erst. Aus dem Publikum entgegennehmen. Bitte stellen Sie sich kurz vor, halten Sie bitte keine langen Referate, sondern formulieren Sie Ihre Frage und da sehe ich schon jemanden. Möchte jemand ein Mikrofon vielleicht hinbringen? Ja, bitte sehr. May I answer in English? Does everybody speak English?
Ja. Okay. Or you can also ask in English. Thank you. The first thing is, I'm Gisela Reiterer. I must say I'm a political scientist, a free political scientist because of my age. And then the first thing which struck me was that in my 3 years I was in Istanbul, I never found any book of you in German, English, or French. So I only know you from some political utterances. One question I have is, could you comment? You said, well, okay, you were 10 years old when PKK was founded. Okay. If Öcalan hadn't been there, there would be 10 PKKs nowadays. What do you think about the youth organization, the Kurdish youth organization? YDGH? Could you comment on that? YDGH? There is the Kurdish guerrilla, city guerrilla organization of kids, more or less. YDGH? So it would be quite difficult for me to comment because I couldn't at first realize the letters. I am not very familiar with the terminology of PKK, YPH. There are many branches. I don't know why my books were not in Istanbul. Perhaps that's part of the silence surrounding me. That happened, started very early in Turkey. I mean, I was compared to Kafka in Norway and Arto in Belgium. And if those books, even those quotations are not on the covers of the books, I think the main problem started back in Turkey. There was a huge silence around my literature or the how it was received in abroad. And I didn't care. I didn't make, you can't find those quotes anywhere in my website or anything. This is not the problem. The question, the real question is, yeah, I'm coming. Just give me a bit of time because you started with I couldn't find your books, so I had to give an explanation to that. I have already answered, I think. I really don't know much about the organizations of PKK. In my columnist work, there is not a single sentence on PKK. I'm not a political scientist. I'm not an analyst. So I have met... I was in the PKK ward, so I met people from PKK, half-half, let's say. Half the ward was really members of PKK, half were like me put there, although they had no association with PKK. And I listened to all, and I tried to understand. For me, you know, I was very much criticized by PKK as well because of my anti-violence approach. They basically said, you are the bourgeois woman who sit at home and preach us to be non-violent. What would you do? And I have no answer to that question. I am basically an anti-violent person, and to be able to stay so, I avoid active politics. It's much easier. I avoid power. I think power is violence. I sit at home and write. That's all. So I don't think I'm the person to pass a judgment on the youth organization of PKK or even PKK. Personally, I am against all sorts of violence, including political violence. But
I am very much also against the violence of Turkey. Turkey is using horrible violence on all minorities, including Kurds, on all citizens. In fact, the citizens of other countries, and it is legal, but it is violence. And I am against that, but personally, I have never been a member of any legal or illegal organization because I avoid active politics. I am not a political scientist, I am only a writer. In der ersten Reihe haben wir eine Frage von Alef. Alef Korun, thank you very much. I wanted to ask you what you would tell to European citizens and the European public to be able to help to people like Academics for Peace in Turkey or any kind of people who are wanting peace, as you also said. What is your opinion, what the European civil people, I don't mean politicians, civil people in Europe could do to support democracy and freedom and peace in Turkey? Thank you. Well, I mean, Europeans have done a lot on one hand, and on the other hand have done very little. Yes, there are many academicians, many journalists now in exile, and Germany, France, Sweden have been really very, very, very helpful to all of us finding, because people were suddenly at the middle ages, like 50, 60, academics, mainly having no job, no passport, sometimes most of their family back in Turkey found themselves in really difficult positions. And there has been a lot of support and solidarity, and there has been a lot of support and solidarity for prisoners, especially journalists and writers. There are a lot, about 150 journalists and writers at the moment. And I think I am out because of that solidarity. So I owe it basically to European intellectuals, writers, pen, and press. But many are not yet out. And I do, of course, very much appreciate that these collaborations continue this solidarity with those who are in jail or cannot go back. And any little thing helps us, even a letter or a little scholarship or a visa the consulate gives in one day. These are saving lives sometimes. But then, of the overall question, I think Europe has been quite, okay, not silent, but has not spoken with a monolithic voice. Turkey, stop it. I mean, we see what's happening in Turkey, and we have seen it before, and we don't want to collaborate with this regime. They have never said it, actually, the politicians. I mean, some politician criticizes Turkey heavily on human rights abuses. Next day, there is the treaty for weapon deal. And of course, then what can I possibly say? I mean, how can I tell them to care for Turkish citizens more than the money, and it would not be realistic. So, but then I think I build my hope on the European intellectuals, on the civil society, and on those people who really wrote to me when I was in jail, but thousands, from little kids to any kind of people,
They, and these letters were really emotional. So they cared. They had not read me. They had not, perhaps they will be never my readers, but they cared about me as a human. And I saw young people in Sweden walking, shouting at the neo-Nazis, really with fervent eyes. 300 neo-Nazis, to me it looked very peaceful, only 300. And so there is some hope. I build my hope in these people. Hallo, mein Name ist İlter. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyeyim size. Meine Frage ist, Sie haben eine sehr schwere Zeit durchgemacht und ich habe einen Brief von Ihnen gelesen. Da haben Sie über die Frauen berichtet, die mit Ihnen im Gefängnis waren und dass diese Frauen Ihnen Mut, Kraft und auch die Umarmung, die eigentlich in einer Gefängniszelle nicht vorhanden ist, ihnen gegeben haben. Diese Frauen, die aus politischen Gründen, aus politischer Überzeugung dort sind, die vom Staat malträtiert werden, vom türkischen Staat, und jahrelange Strafen absitzen. Wenn Sie über diese Frauen nachdenken heute, die Sie ja jetzt in Europa sind, Sie selbst ja also in Wien oder in Deutschland lebend, wie oder was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie an diese Frauen denken? Und wie können wir oder wie können Sie diesen Frauen weiterhin den Mut zusprechen, den man damals Ihnen gegeben hat? May I answer in English? Is it okay? In German or Turkish? Şöyle bir Simone de Beauvoir ödül töreni sırasında birden hiç hazırlamamıştım bu konuşmayı ama birden bir koğuş arkadaşımı hatırladım ve ondan bahsetmek ihtiyacı duydum. Ha, ödülümü ben Simone de Beauvoir ödülünü C9 koğuşu başta olmak üzere hapsedilmiş, işkence edilmiş ve susturulmuş bütün kadınlara adadım. Als ich den Simone de Beauvoir-Preis bekommen habe, es war nicht vorbereitet, es war nicht geplant, aber ich habe diesen Preis allen diesen Frauen, die ich im Gefängnis kennengelernt habe, gewidmet. Okay, es war nicht geplant, aber ich habe angefangen, von einer Freundin aus meiner Zelle zu erzählen. Und dann habe ich meinen Preis der C19-Zelle insbesondere und allen anderen im Gefängnis sitzenden Frauen gewidmet. Und allen gefolterten und zum Schweigen gebrachten Frauen. Jetzt möchte ich die Geschichte von meiner Zellengenossin erzählen. Adı Fatma. Sie heißt Fatma. 22 yıldır cezaevinde. Sie ist seit 22 Jahren im Gefängnis. Da 8 yılı var. Sie hat noch 8 Jahre vor sich. Çok ağır kalp hastası, ölmek üzere. Sie ist herzkrank, kurz vor dem Sterben. Ben bu hanımın hikayesini 90'larda okumuş ve yazmak istemiştim ama fırsat olmadı. Radikalden kovuldum. Ja, ich hatte die Geschichte dieser Frau in den 1990er Jahren gelesen und wollte darüber und hatte vor, darüber zu schreiben, aber dann bin ich bei Radikal entlassen worden. PKK üyesi. Ama işkencede konuşmuyor, direniyor ve önünde 2 yaşındaki çocuğunun ellerini yaktıkları için aslında işlemediği bir suçu kabulleniyor
Ja, sie ist bei der PKK gewesen, hat unter der Folter aber nicht geredet. Dann hat man ihre zweijährige Tochter gefoltert, die Hände verbrannt und unter dem ist sie dann zusammengebrochen und hat alles gebeichtet, was sie eigentlich überhaupt nicht getan hatte, um ihre Tochter zu beschützen. Nicht ihre Tochter, sondern ihren Sohn. Ve şu an çocuk 22 yaşında. Und der Sohn ist jetzt 22 Jahre alt. Ve ben bu çocuğu tanıdım. Und ich habe diesen jungen Mann kennengelernt. Şu an yaklaşık 150 kiloluk obez bir genç adam. Ist ein ungefähr 150 Kilo schwerer, stabiler junger Mann. Politikadan nefret ediyor. Er hasst die Politik. Kürt meselesi hakkında asla konuşmuyor. Er spricht nie über die Kurdenfrage. Okuldan ayrılmış, çalışmıyor. Annesini çok üzüyor. Hat die Schule verlassen, arbeitet nicht, macht seine Mutter sehr traurig. Ve adı Azat, yani Kürtçe'de ve Farsça'da özgürlük. Und er heißt Azat und im Farsi, im Kurdischen heißt das Freiheit. Ben bu hikayeyi bilmiyorum. Hem Paris'te anlattım, hem burada sanırım çok şeyi anlatıyor. Ich habe diese Geschichte, ich erzähle diese Geschichte oft, auch in Paris und jetzt auch hier und ich glaube, diese Geschichte sagt sehr viel aus. Yani Fatma bir iki yıl içinde ölecek ve ben çıkarken hani Koç'ta en değerli şeyiniz nedir? Çok soğuk cezaevi, hırka. Benim de yak yününden bir hırkam vardı. Onu Fatma'ya verdim. Ja. Fatma wird sterben, sie ist krank und als ich die Zelle verlassen habe, als ich rauskam, da schenkt man das Wertvollste und eines der wertvollsten Dinge im Gefängnis ist der Kampf gegen die Kälte und ich habe dann meine Strickjacke der Fatma geschenkt, damit sie nicht friert. Ich würde sagen, wenn es ist Hatice, deine Frage ist hiermit beantwortet. Falls es, Grace, wolltest du nicht noch eine Frage stellen? Nein, keine Frage stellen, aber was ich sagen möchte ist, ich hoffe, dass viele türkische und nicht türkische Mädchen, ja, die diese wunderbare Frau als Beispiel nehmen und ich bin eine afroslowakische Wienerin und Frauen, ich glaube an uns und ich glaube an uns international. Die Herren der Schöpfung haben gesagt, es liegt jetzt an uns, also international, Frauen Solidarität, Women stand up and fight. Ja. Und Respekt. Ja, das schließen wir uns an. Großen Respekt vor Asla Erdogan. Dankeschön nochmals, dass Sie hier waren. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie noch Fragen haben, ich weiß gar nicht, ob es noch die Möglichkeit gibt, ob Sie noch ein bisschen hier bleiben. Aber auf jeden Fall gibt es wahrscheinlich noch die Möglichkeit, Fotos zu machen. Herzlichen Dank und schönen Abend Ihnen allen. Idealism prevails. Make the world a better place.